Schaut der nicht nett aus, gell? Ja, das ist so ein netter Kerl, oder? Ja, es haben schon ein paar Bekannte von mir haben gesagt, dass er da fast ein bisschen ähnlich schaut. Ja. Jetzt habe ich mir gedacht, ihr könnt weiß man schon so ähnlich schauen und alle ohne der Diese daherkommen und die gleiche Frisur schon haben. Wie wäre es, wenn ich Ihnen eine Diese schenke? Ja, also die kriegen nicht. So wenig. Aber die kriegen es nicht. Au, oh, jetzt hat er das mit diesem. Das ja, wunderbar. Es ist recht. Ich muss wirklich sagen, ich bin ja ein Bewunderer von Ihnen. Mensch, also wirklich, es ist natürlich. Sie haben ja da in München Ihren Laden, gell, und die Reichen und Berühmten kaufen ja bei Ihnen ein. Ja. Ja. Das ist halt bei mir wieder ein bisschen blöd. Ich habe meinen Lohn in Mindelstetten draußen. Gell. Und da kommen halt doch bloß ab und zu ein paar Bauern und wollen Kaugelstiefel oder auch mal Gummistiefel. Mein Herr Kühlmann, das könnte man eigentlich ändern. Wissen Sie was? Also ich habe mir gedacht, ich schaue schon so aus wie ich. Diese haben es unter den Arm. Ich kann sie eigentlich adoptieren. Wie war denn das? Das war nicht schlecht. Dann das war nicht bei uns schlecht. Arbeiten. Ich hätte es ein bisschen schöner. Im Alter jünger sind sie auch. Aber nicht das war mich. Doch was. Das war doch das was. Das war nicht, endlich mein blöden Namen los. Nein, und dann Mooshammer Grünwald heißen. Ne? Das war, und nein, gleich, Sack, das ist ja das, der Grünwald, da wäre ich auch verwechselt. Aber den Sack, ich meine, bayerisch war schon grün, Mooshammer Grünwald, schöner. Ja. Dann wissen die Leute gar nicht einmal, wo sie wohnen. Sagen wir mal ganz ehrlich, Sack ist nicht mein richtiger Name, ich bin der Sackelhans. Ja, freilich. Nee. Also, aber was mich schon immer mal interessiert hat, wo haben Sie Ihre Ideen her? Sie entwerfen tolle Sachen, dieses wunderschöne Kleid von dieser Eislaufrevue und diese ganzen von Sachen. Holiday haben wir, glaube ich, Eis. Genau, da gefällt haben wir, das gefällt mir sehr gut. Sehr also schön. Wirklich, ja, ich bin ja selber gern Schlittschuh gefahren früher, bis ich ein bisschen zu oft auf die Legend gehaut habe. Also nachdem Sie ja selber ein Modeschöpfer sind, Herr ja. Jean Jacques, dann wissen wir, werden Sie doch wissen, dass man das eigentlich aus dem Bauchgefühl heraus hat, oder nicht? Das wie ist das, schon. Wissen ja, das bei Ihnen? Ja, ich mag es mir aus dem Otto-Katalog. Ich schau mal. Ja, mein, das ist so. Ja, also. Ja, gut, dass man so weiß, wie sie ja, das machen. Gell? Ja, mein, ich mache ja keine so Seitenhemden und solche Sachen. Bei mir sind es halt mehr so Kittelschürzen und sowas. Ja, freilich. Ja, aber ja, so vielleicht verkauft sie das recht gut, oder? Wie das war dann das Geschäft am Weihnachten? Ganz schlecht war das. Ganz schlecht. Und jetzt habe ich gesehen, Sie sind mit Ihrem Rolls-Royce wieder hergefahren. Also das ist schon was, was mich sehr beeindruckt. Ja. Wie ist das in so einem Rolls-Royce? Das ist doch auch mehr ein Lebensgefühl als wie ein Kraftfahrzeug. Ja. Also von außen. Außen schaut er wie ein Rolls-Royce aus und von innen wie ein Kleinwagen. Gell? Tatsächlich, weil er einen großen Motor hat. Ja, großen Motor. Und einen großen Kofferraum. Und weil die Diese drin ist, da ist nicht mehr viel Platz drin. Da ist nicht mehr viel Platz, gell? Ja. Ja. Ich habe ja auch einen eigenen, auch sehr großen Hubraum, aber halt kein Rolls-Royce. Ich habe so einen alten Lanz-Bulldog. Das ist ja auch ja, was Schönes. Ja. Und ja, da habe ich auch einen Chauffeur. Auf. Der fällt auf, ja. Da habe ich einen Chauffeur. Da vor allem schaut halt blöd aus, wenn der Chauffeur fährt und ich habe auf dem Kopfflügel bloß drauf. Aber da aber muss man durch, es Jürgen. Macht Eindruck. Es macht Eindruck. Fahren Sie auf bei der Fälle. Oper da auch vor? Ich fahre überall ja, vor. Das ist schön. Ja, meistens winken Sie mich gleich weiter. Und so. Das ist es. Weihnachten. Wie ja. haben Sie Weihnachten verbracht? Sie haben ein Weihnachtsbuch geschrieben. Sie haben ja schon sehr viele Bücher geschrieben. Christkindlbuch habe ich geschrieben. Hoppla, jetzt ist ihm die Zunge rausgefallen. Nein, nein. Nein, nein. Er hat Hunger. Hunger hat er. Hunger hat er. Hunger hat er. Und Zähne hat er wie ein Piranha. Da das müssen Sie ein bisschen Obacht genau. geben. Ja. Ja. Nein, also Weihnachten habe ich eigentlich ganz im weihnachtlichen Meditationsrausch verbracht. Tatsächlich? Ja. Herz ja. auf, ich ja. kann nicht mehr. Nein, weil... Nein, eigentlich sehr schön, sehr, ah, schön, ja. sehr schön. Ich habe auch Weihnachten sehr, sehr meditiert, schön. Sehr meditiert. Mit der Desi. Mit der Desi und endlich einmal eigentlich ganz allein gewesen, Ruhe gehabt. Ja. Genau und so wir sind nicht ans Telefon gegangen, ja. die haben alle gemeint, wir sind verreist, denn waren wir daheim. Gell? Das ist ja ein übler Trick. Ja, ja, ja. Ich lerne davon. Ja.
Ja, und da haben es mir zwei recht gemütlich gehabt. Ja, ich habe es auch mit meinem Haustier sehr gemütlich gehabt. Ich habe einen Kofferelch. Das ist, Was ist jetzt das? Ein Kofferelch. Ja, was ist das? Das kennen Sie gar nicht. Nein, das ist ein ganz kleiner Elch, der geht in den Koffer rein. Den kann man dann überall mit praktisch. Hin. Das ist sehr praktisch. Ja, dem habe ich die Füße abgesägt und jetzt passt er da. Überrüst, gemein, schaut raus. Reisegerecht. Das wird nichts mit dem Schornstein. Da gehst du, glaube ich, nicht hin. Kochen dir zu gern. Ja, kochen dir zu gern. Kochbuch habe ich geschrieben. Kochbuch habe ich auch gehört. Sie waren einmal beim Chinesen und danach haben sie die These gesucht. Aber kochen ist was Schönes. Das befreit so viel. Das stimmt. Ich koche auch sehr gern. Essen sehr gern. Ich esse auch sehr gern. Und sehr viel. Ich schmeiß es dann auch wieder gern und sitze so. Ja, das ist recht nett bei mir zu Hause. Ich koche immer einen Schnurgelputz. Was ist denn das? Schnurgelputz. Ja. Da nimmt man alles, was da ist, und macht es warm.